bevorzugten Transportmittel hier in New York. Ne? Ja, wir haben es dann Dumbo geschafft. Wir sind schon in der Montague Street. Sind wir auch am Barclays Center angekommen. Thank you very much. Appreciate. No problem. You guys get home safe, all right? Yeah. And we make the playoffs, will we? Hopefully they are. Einen wunderschönen Freitagnachmittag aus New York City. Im heutigen Vlog möchte ich euch mal zum Basketball entführen, und zwar zu den Brooklyn Nets. Und während hier oben gerade wieder der New York Sound am Start ist, werden wir nachher mit meinem Lieblingsfortbewegungsmittel in New York fahren. Und zwar im Hintergrund seht ihr es schon, mit einer Fähre runter nach Brooklyn. Ich habe mir gedacht, ich habe noch einen Bekannten dabei, der mal unter Umständen im Vlog vorkommt. Das werden wir gleich noch klären, wenn nicht, dann auch nicht. Wir werden eine kleine Fahrt machen runter nach Dumbo von der 34. Straße mit der Fähre und dann ein bisschen durch Brooklyn schlendern und zum Barclays Center gehen und dort dann das ziemlich entscheidende Spiel von den Brooklyn Nets gucken, das vorletzte Spiel in der Regular Season. Und das wird spannend und da werde ich euch auch die ein oder andere Information zugeben, wie man vielleicht auch an Tickets, an Basketball-Tickets oder überhaupt an Sport-Tickets kommt hier in New York, wenn man zu Besuch ist. Das ist nämlich eigentlich kein großes Problem. Jetzt geht es aber erstmal auf die Fähre und mit ein paar schönen Bildern vom East River und von der Skyline sehen wir uns dann später unten in Brooklyn wieder. Transportmittel hier in New York, ne? Kann ich euch nur empfehlen, müsst ihr einfach machen, wenn ihr hier seid, benutzt die Fähren, um in der Stadt rumzukommen. Wir sind jetzt gerade hier drüben auf der Seite von Long Island City, aber hier seht ihr mal Midtown Manhattan hinten im Hintergrund und das ist sozusagen für 2,75 eine gut bezahlte Touristenfahrt. Die könnt ihr bis Coney Island benutzen, die Fähren. Wie gesagt, wir fahren jetzt bis Dumbo und steigen dann unter der Brooklyn Bridge aus und gehen dann oben über Brooklyn Heights zum Barclays Center, wo wir dann die Nets gucken werden. Ja, wir haben es dann auch runter in den Brooklyn Bridge Park geschafft. Immer wieder
beeindruckend, das da. Immer wieder beeindruckend. Wir gehen jetzt an der Waterfront vorbei mit Downtown Manhattan im Hintergrund. Ich kann mich noch mal drehen hier, weil es einfach immer wieder ein beeindruckendes Bild, Downtown Manhattan. Und gehen dann Brooklyn Heights hoch und dann quer durch Brooklyn durch zum Barclays Center. If you're not first and you're in last, Ricky Bobby quote, you gotta know. Work hard, get dough. I can't get no sleep, please make my life more simple. Miles inside these shoes so I don't stand by tiptoe. Fell a thousand times and still I roll no limp though. But I wouldn't trade a thing for what I have. I go hard, do what I need to make it last. They say the good die young. Wir sind schon in der Montague Street und sozusagen Downtown Brooklyn, gehen jetzt dann über die Fulton Street zum Barclays Center. Wird es ein paar Impressionen geben. Ich muss aber mal ein bisschen was zu den Basketball-Tickets sagen. Das ist eigentlich kein Problem. Es gibt genug Apps, womit man die Tickets kaufen kann und dann kriegt man die elektronisch aufs Handy. Ihr dürft nicht vergessen, dass ich sag mal, die Tickets, das ist dann immer so ein Nettopreis, ne? Beziehungsweise ein Bruttopreis. Da kommen dann auch Steuern und Tax drauf. Das heißt also, ich habe jetzt $79 für die Tickets bezahlt, ziemlich weit oben. Und am Ende haben sie aber dann $100 gekostet. Und die werden dann elektronisch geliefert. Das geht eigentlich ohne Probleme. Wenn man eine Kreditkarte hinterlegt hat, kann man die in den verschiedenen Apps, die kann ich unten mal verlinken unter dem Video, kann man die dann kaufen. Und wie gesagt, wir laufen jetzt ein bisschen durch Downtown Brooklyn. Wir sind in der Nähe vom Barclays Center und ihr habt da gerade mal gesehen, die STVO hier in Amerika wird nicht ganz so ernst genommen. coole Geschichte, aber so richtig aufgeregt hat sich jetzt da keiner drüber, ne? Muss man sagen. Wie auch immer, ein Fan davon bin ich jetzt auch nicht.
I don't wanna. No, I don't wanna, I don't wanna. Keep playing with you, keep playing with you. I just wanna, yeah, I just wanna, I just wanna sustain with you, play no games with you. You're the apple in my ear, you eat my eye, eye, eye. Every time make you leave, make me cry, eye, eye. Meant to be, that's why it always feels on time, eye, eye. You'll forever be my purity and my eye, eye. Sind wir auch am Barclays Center angekommen. Ja, ein beeindruckendes Stadion, würde ich sagen. Ungefähr 20.000 Zuschauer. Und ich gehe mal davon aus, dass das Ding heute auch wirklich gefüllt sein wird. Denn es geht hier heute um Playoffs. Ne? Es gibt um den 7. und 8. Platz. Und das macht einen riesen Unterschied. Cleveland steht auf dem 7. Platz, die Cleveland Cavaliers und die Brooklyn Nets auf dem 8. Platz. Und wer den 7. Platz hat, der hat eventuell nur ein Spiel, für in die Playoffs zu kommen. Ne? Und hat vielleicht noch eine zweite Chance. Und wer auf dem 8. ist, kriegt auch den schweren Gegner. Also wie gesagt, hier geht es heute um einiges. Und ich hoffe, dass die Nets gewinnen bzw. auch die Playoffs machen, weil dann habe ich noch vielleicht das ein oder andere Spiel vor mir. Wir gehen jetzt erstmal rein. Da gibt es eine ziemlich strenge Sicherheitskontrolle. Und dann werden wir uns gleich drin wiedersehen. I caused you more, right? Caused you more, right? Left my clothes out on the doorstep. On the doorstep. Losing you, I can't afford that. Can't afford that. I don't wanna cause you more stress. No. I don't know why I played those games. I don't wanna, no, I don't wanna, I don't wanna keep playing with you. Whoa. Keep playing with you. No. I just wanna, yeah, I just wanna, I just wanna sustain with you. Yeah. Play no games with you. No. You're the apple. So, Leute, da sind wir mitten im Barclays Center drin. Also hier ist immer sehr laut und wir sind ziemlich weit oben. Aber wie gesagt, das war auch klar bei dem Preis von den Tickets, weil da unten waren wir das letzte Mal, da hätten wir heute so $200 bis $300 bezahlt bei dem wichtigen Spiel. Still there, oh, say, does that star spangled banner
Das Spiel ist vorüber. Die Brooklyn Nets haben gewonnen. Wir sind mal hier, runtergegangen, ein bisschen weiter runter. Just make a video for YouTube. Is okay? Thanks. You want to come on? Come, you want to come with me here? I'm going to say hi. Say hi to Germany, okay? How you doing? My name is C. Ocean. Good night. Hi. Security. Greetings to Germany, to my German audience. Thanks. Thanks a lot. 10 seconds. Die Brooklyn Nets haben gewonnen. Wie gesagt, wir dürfen mal ganz kurz hier rein, hier runter, und dann können wir sehen, dass wir ein bisschen näher dran sind. Also wie gesagt, hier verabschiede ich mich dann aber ganz kurz. Und es war ein ziemlich cooler Abend und thank you very much. Appreciate. No problem. You guys get home safe, alright? Yeah. And we make the playoffs, will we? Hopefully they are. Yeah, I think so. Alright guys. Okay, thanks a lot.